So, mein Basti, jetzt sind wir bei den Superjachten in der Halle 6. Und ich muss sagen, wenn ich nur schon diese Spitze sehe, es ist nicht zu viel versprochen. Aber auch hier wieder nicht so viel rumschnacken. Lass uns diese fetten Dinger einfach mal anschauen, oder? Ja, und ihr seid mit dabei. Ganz genau, wir nehmen euch mit zu den Superjachten. Kommt mal mit, lasst uns mal gucken. Harry? Ja? Guck doch mal. Alter. Allein schon, wenn man die Bootsspitzen schon sieht. Ist ja nicht zu fassen, oder? Das ist echt der Hammer. Ja. Ich glaube, also, das ist hier ein bisschen was für ein Geldadel, oder? Naja, Geldadel hin oder her. Ja. Aber das ist schon nochmal. Also, in den ersten Hallen, da war ja schon wirklich, wo ich mir dachte, das sollen Motorboote sein, Sportboote und so weiter. Ja. Das war ja schon wirklich fett. Ja. Aber das, was hier drin steht, das geht ja gar nicht. Ja. Das ist überwältigend. Also, das ist auf jeden Fall megamäßig. Und wenn du dir mal anguckst, hier die Princess, der Hersteller Princess, ist auch ein Hersteller von den weltbesten Yachten, die es wirklich gibt. Ja. Und da soll ja diese Weltneuheit mit dabei sein, diese Dreideck-Yacht. Riesengroß, 35 Meter lang, wenn mich nicht alle täuscht. Wahnsinn. Jedem sollte bewusst sein, dass es nicht so wie bei unseren Booten funktioniert. Du setzt dich rein und fährst los. Ja. Da brauchst du erstmal eine Crew. Ganz genau. Ja? Also hier ist man nicht mehr alleine der Kapitän und Anleger und aller Tier. Nee. Brauchst du wirklich 6, 7, 8, 9, 10 Mann Besatzung. Ganz ehrlich, Perry, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt hier noch Kapitän sein möchte. Ja. Also das muss man sich wirklich mal auf sich wirken lassen. Ja. Das ist. Da stelle ich mir sogar so vor, dass wir in Monaco wären. Wir beide. Hm? Ja. Und diese Formel 1 Strecke, die geht dort direkt da vorne entlang. Genau. Aber das ist ja nun doch schon, meine Herren. Das ist schon mal ein Detail, oder? Aber da hast du auch nicht mit Putzen zu tun. Ja. Also ich bin wirklich sehr sprachlos eigentlich. Ja. Also ich muss das jetzt auch mal auf mich wirken lassen. Mhm. Weil wir beide waren ja auch noch nie hier in Düsseldorf. Nein, auf der weltgrößten Messe. Hamburg, Berlin, alles schon gewesen, aber das ist wirklich. Oh! Das würde mir auf Schlag sofort gefallen. Also, das könnte ich mir. Das sieht auch schick aus, ne? Das ist so ein kleiner Oldie, sag ich mal, auf neu gemacht. Ja. Irgendwo so ein bisschen. Edel aus, mit dem Holz hinten dran und so, ne? Auf sowas stehe ich ja total. So, dieses Alter. Ach, Mann, da oben, was wir da oben für Feste feiern können. Harry! Ja. Man darf ja wohl mal ein bisschen träumen, oder? Na klar. Vielleicht nächstes Jahr mieten wir uns mal hier ein, dass wir uns mal hier oben hinsetzen können und mal mit den bisschen, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, uns hier mal mit welchen zu unterhalten oder so. Aber die Zeit wird knapp, wir haben die noch Zeit viel wird vor. Genau. Wir, haben, wir denken, wir machen jetzt hier nur mal einen schnellen Durchgang für euch, dass ihr mal seht, wartet ihr noch für große Yachten hier? Nein. Aber das ist schon mal was anderes als noch mal bei der Boote fahren, oder? Also so eine Dinger. Da haben wir. Ja, aber ich muss. Ich denke, da haben wir euch nicht zu viel versprochen, dass wir euch hier mitgenommen haben auf die Düsseldorf. Aber wo willst du damit doch bei uns fahren? Also, ja, also das denke ich auch. Die Yachten sind jetzt mehr was für den Mittelmeer oder für die Karibik oder für den Atlantik. Ja. Uiuiui. Ja, in so einer Formation fahren wir dann, Basti. Ach, das glaubst du selber nicht. So, meine Lieben, wir werden jetzt einfach mal versuchen, auf so ein Boot rauszukommen. Mal sehen, ob wir es können. Also, ob wir es dürfen, ob wir darauf filmen dürfen. Ja. Und dann seid ihr gleich mit dabei. Ganz genau. Seid gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Wow, it's very nice. So, jetzt sind wir schon mal in einer etwas anderen Liga, meine Lieben. Off cockpit. Okay. Tables, high, low. Ah, okay. Versenkbar. Hold in. Yeah. Extend the tire. That's okay. All the way down. Mm-hmm. Sunbathing. Ah. All the way down. Okay. The yacht is designed by Bill Dixon. Bill Dixon. Yeah. So. It's come from England? Yes. Yes. Okay. He was a naval architect. Yeah. So she does the interior design. This is what we call the indulgence look. So very dark. Yeah. There's about three schemes you can pick. Ah. Which lighter,
Mm-hmm. You know, lighter as in light. Yeah. Or you can go darker, like this. Okay. Okay. Two master cabins, one forward, one down. Two here. Master cabins. Two master cabins. Yeah. You'll see for yourself. Mm-hmm. Each one has an ensuite. Yeah. Okay. But I'll let you have a look around and see what you think. Mm-hmm. Okay. Yeah. It's crew cabin as well. The crew cabin. Jetzt betreten wir die erste Kabine. Boah, jetzt kommen wir hier in den Innenbereich, Basti. Alter Perry. Ist das herrlich, oder? Mal erst ein kleines Gästetoilette. Oh, hier ist der Maschinenraum. Was da für Aggregate drin hängen. Aber ich denke eher so, dass das wird die Übernachtungsmöglichkeit für die Crew, ne? So ein bisschen, teilweise. Ja, wahrscheinlich. Kann ich dir jetzt auch gar nicht sagen. Ja, die sagt, es sind zwei Kabinen. Das ist die kleine Kabine hier. Da kannst du noch mal, ja, für alle Angestellten oder sowas, ne? Mhm. Ja. Super. If I take you forward. So, dining. Wow! Da musst du mal noch ein bisschen abnehmen. Habt ihr gerade gesehen? Du hast gerade zum Kurve rumgekommen. Ja, aber das nenne ich doch mal. Ich bin der King der Welt hier sitzen. Mhm. Ist doch schon mal was Schönes. Perfekt. Genau. Very nice. Yeah, big lazy blinds to get. Okay, to open? Yeah, they shut and then you've got a screen that goes on the outside to help with the heat. Okay. Fully functioning galley, saloon seating, so nice relaxed area. Side opening door. Huh? Garmin navigation. Garmin navigation, okay. Yeah. Very perfect. And then, just watch your step down. Hey, wie es wohl noch überall so hingeht. Achte mal schon mal. Schon mal beim Runtergehen, wie weich der Teppich ist. Schöne edle Farbe. Oh. Hier kann man ja schon fast verlaufen. Das ist ein Dream. Ey, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, da seht ihr schon mal, das ist wirklich Luxus. Luxus von einer schönen Generation. Definitiv. Herrlich. Ich mir vorstelle, hier mit zu liegen, zu nächtigen, the night is very nice. Sonnenuntergang, Traum. Definitiv. Ja, das ist perfekt. Hm. Hier hat man auch ein kleines Anstellbad. Auch mit Dusche, sehr räumig. Ja, das ist Platz für die Handtücher. Hier, wenn der Perry sich morgens immer ein bisschen hübsch macht und noch ein paar Nasenhaare rauszieht oder sowas, ne, und die letzten Falten wegschminkt. Perry, du siehst immer schön aus. Ja, danke schön, mein lieber Basti. Ja, das hast du fein gesagt. Ich finde es echt total sprachlos. Ja, es ist eigentlich mega, oder? Also, und ihr seht, wir haben es wirklich geschafft. Wir konnten euch mal so eine Luxusjacht zeigen. Also, wir wurden noch vielen anderen abgewiesen und wir haben hier wirklich gekämpft und haben es geschafft. Was diese hier kostet, ist eine Pearl 72 übrigens. Ja. Auf der wir uns gerade befinden. Mhm. Also, Perry, der braucht dann auch kein Haus mehr, kein Ernst mehr. Das reicht also aus. Das reicht aus. Also da, ja. Was willst du noch mehr? Ja, hier würde ich mich derartig wohlfühlen. Und ich würde euch versprechen, wir würden euch alle, jeden Einzelnen, der uns abonniert hat, wir würden euch hier auf einladen. Perry, ihr dürft uns besuchen. Perry, hör auf durchzudrehen. Wenn wir auf so einer Yacht mal wären und damit fahren würden, wir würden es machen. Für alle, die uns abonnieren. Perry, ihr denkt ja dran, Perry, abonnieren, Perry, Daumen hoch und Glocke an. Perry. Wir brauchen eine Menge Abonnenten. Und du weißt, die Menge hier auf dem Boot, das geht nicht. Ja, nein. Das aber ich weiß ja, oder wir wissen ja, wie du es meinst. Aber kommt mal mit, wir gehen noch in die letzte Kabine hier unten rein, genau. Ne? Und gucken uns das mal an. Perry, und wenn man schon mal die Möglichkeit hat, oh, Perry, Basti. Perry. Ich komme hier nicht mehr wieder. Ey, wie viel Schlafzimmer haben wir denn hier? Vorne haben wir schon eins gesehen. Jetzt liegst du hier schon gleich in einem Schlafzimmer drin. Ach, Perry. Nee, geh weg. Lass mal, ich würde hier schon gerne ganz so alleine liegen. Oh, das ist ein Traum. Und vor allen Dingen dann so ein leichtes Schaukeln, so ein bisschen Meeresrauschen. Also, fantastisch. Da drüben haben wir auch noch Schlafzimmer. Das ist wirklich mit Badezimmer. Hier hast du auch gleich noch ein Bad mit dran. Super, mit Dusche. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Schön, oder? Da vorne war noch eine Kabine. Hier ist nochmal für Kinder eine Kabine, also zwei Schlafzimmer für Gäste. Hier hast du nochmal so für kleine Kinder, so denke ich.
Und hier nochmal eine Toilette. Also wenn man hier sitzt und Boot fährt, ist einfach Magic. Aber schön, dass ich hier auch noch Platz finde, mein Freund. Ach du, für dich habe ich leider keinen Platz hier. Hey. Hier sitzt dann immer mein Hund. Na komm, du darfst mal neben mich dich mal Platz machen. Hier kommst du an der Seite dann raus, nach vorne. Was hier? Wäre doch was, oder? Mhm. Das stimmt, aber ich denke mir, wenn du das Ding anlegen würdest, ich weiß ja mal schon, wie panisch immer schon bei deinem Schiff. Du hast hier überall Kameras. Du hast hier überall Kameras, komplett rum. Seitenstrahlruder, alle dicke Fender an der Seite dran. Also hier hätte man vielleicht schon, man müsste mal zwei, dreimal üben, Basti, aber das würden wir hinkriegen, oder? Ja, wichtig ist ja immer nur beim Anlegen, dass du die Ruhe bewahrst. Ernst, genau. Ja, das ist das eigentlich Wichtigste. Traumhaft schön. Ja, eine Menge Schalter, man muss viel durchsehen, man muss eine Menge lernen. Ja. Du kannst damit nicht einfach so losfahren, das geht nicht. Okay, gut. In dem Sinne, so, ihr Lieben, gehen wir jetzt mal raus. Spektakulär. Ja, und hier seht ihr, hier kann man jetzt zwei Jetskis reinfahren. Die Plattform ist absenkbar. Ja, also die Plattform senkt sich ab und dann kannst du hier von hier hinten zwei Jetskis reinfahren und kannst sie rausholen. Die ziehen sich dann selbstständig rauf und dann hast du auf jeden Fall ein bisschen Spaß. 345 Williams. Sea-Doo Spark. Okay. Yeah. Mm-hmm. And then a little space there for dive equipment or sea bobs. Yeah. So, okay. Yeah. Super. Yeah. Perfect. Okay. Okay. Thank you. Thanks very nice. Thank you very much. No, no, thank you very much. Up on the flybridge. Mm-hmm. Yeah. 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 Okay. We went to the four deck. Mm-hmm. Oh, Bastichen. Harry, träumst du wieder? Ich sehe schon unseren Yachthafen da hinten irgendwo. Guck dir an. Ganz weit weg. Ich bin der König der Welt. Harry. Es ist der König der Welt. Lasst euch alle verführen. Ich hab's geschafft. Jawohl, wir machen eine Weltumsegelung. Harry dreht schon mehr durch. Aber komm, schön ist es. Aber jetzt schon runter, bevor es noch mehr mit dir wird hier. Ganz genau. Aber ja? Es ist ein tolles Boot. Es ist war ein toller Eindruck. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Genau. War wirklich Trauma. Ne? Okay, jetzt geht's aber weiter zu den nächsten Hallen. Genau. So, Basti. So, Perry. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich auch, definitiv. Das waren sehr schwere Eindrücke, sag ich mal. Ja. Das muss man wirklich gesehen haben. Aber nun gehen wir zu den nächsten Hallen. Mhm. Aber nicht vergessen, wenn ganz ihr uns weiterhin, wichtig. Genau, wenn ihr uns weiterhin sehen wollt, abonnieren, liken und die Glocke an. Genau. Ja, damit wir für euch wieder da sein können. Ne? Und freut euch auf den nächsten Film. Wir gehen jetzt zu Kanu und Segelsport, einfach so. Freizeit, genau. Also, bis gleich.